Hallo, willkommen zurück hier bei Ryan, Stella und Finn im Moonlight Let's Play. Und ihr seht schon, wir beginnen die Folge damit, dass wir den kleinen Finn ein bisschen umstylen. Er ist ja in der letzten Folge ein Kleinkind geworden, haben wir seinen Geburtstag gefeiert. Die Party ist auch noch im vollen Gange, aber wir kümmern uns erstmal darum, den kleinen Finn ein wenig umzukleiden. So, ich gebe ihm mal so diese Standardfrisur, sonderlich viel Auswahl hat man da ja nicht so wirklich, deswegen gebe ich ihm einfach diese. Und ja, was kann er denn da so für Kleidung tragen? Ich möchte mal schauen, ob wir hier irgendwas Cooles ihm geben können, was so ein bisschen nach Designer-Klamotten aussieht, weil Ryan und Stella sind so die Art von Eltern, die ihren Kindern dann irgendwelche Designer-Klamotten geben würden, um es mal so zu sagen. Sommer war im Ort, oder? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber irgendwie sieht das am designermäßigsten aus, oder? Finde ich schon fast. Wo das irgendwie auch einfach auch nur cool aussieht. Vielleicht auch eher das andere, was ich da eben gesehen habe. Vielleicht auch eher das hier. Ja, vielleicht ist das das Richtige für ihn. Obwohl es sein kann, dass ich es irgendeinem anderen Kleinkind schon mal gegeben habe. Aber dann ist das jetzt so. Und da hätte ich gerne die Orangefarbe dann dazu, weil die so gut dazu passen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was seine Lieblingsfarbe ist, aber wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Okay, Abendkleidung, auch wenn er die wahrscheinlich nicht wirklich brauchen wird. Darauf achtet ihr einfach mal nicht, auf diesen Bug. Wie gesagt, das ist mal wieder ein Objekt, was ich durch irgendwen, durch irgendwas, was ich gedownloadet habe von euch, habe ich das bekommen und kriegst du leider nicht mehr weg. Weil manche Sachen werden im Launcher nicht angezeigt und der Launcher ist irgendwie aktuell die einzige Möglichkeit, solche Sachen wegzubekommen. Und ich habe schon eigentlich alles entfernt, was ich mal gedownloadet habe, aber leider habe ich das nach wie vor beibehalten, dieses Dings. Und ja, da muss man halt mit sowas leben, dass da halt manchmal sowas Komisches passiert, deswegen einfach ignorieren quasi. Auch wenn ich jetzt darüber geredet habe und das nicht wirklich ignorieren war, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, haben ihm schicke Abendkleidung gegeben. Oh, kann mal bitte bei einem Outfit nicht dieses eklige Dingens kommen. Das ist halt echt hässlich, da, dieses Teil. Ich möchte das am liebsten entfernt haben, aber es geht nicht weg. Das ist ein bisschen schade. So, dann hier vielleicht so ein Anzug oder so ein eher. Ja, wir probieren mal so einen aus. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles, Designermäßiges. Das würde doch der gute Finn tragen. Definitiv. Ja. Okay. Das war gerade ein bisschen komisch, dass das Muster nicht gewechselt hat, obwohl ich es schon längst geändert habe. Jo. Und dann können wir auch, naja, Badekleidung gibt's bei denen eh nicht wirklich. Wir können allerdings noch eine zweite Alltagskleidung gestalten direkt. Dass er schon direkt eine Badekleidung hat. Wir können ihm ja eigentlich so. Und dann mit so einem Höschen. Mit so einem kleinen. In so einem Braunton, meinetwegen. Dazu dann keine Schuhe, aber hier solche Schwimmflügelchen und dann können wir vielleicht dann auch später mit ihm schwimmen gehen, mit dem kleinen Finn, wenn Sommer ist oder wenn es warm ist, besser gesagt. Und Outdoor-Kleidung kann natürlich auch nicht unbedingt schaden. Haben wir da irgendwas Cooles für ihn? Da können wir ihm vielleicht so einen Anzug geben. Und nee, das nicht. Schon die. Ja. Schade, dass er da keine Socken tragen kann, oder? Gerade bei der Outdoor-Kleidung gibt's das nicht. So, dann kriegst du hellblaue Dingensens. Hellblaue Handschüchchen. Das machen wir mal grün. So. Oder machen wir das weiß? Ja, weiß sieht irgendwie cool aus. Und dann dazu vielleicht so violette Ärmel. Das sieht cool aus. Dann möchte ich aber noch andere Schuhe dazu. Wie gesagt, weil das ein bisschen doof ist, dass er da keine Socken tragen kann. Ah nee, das ist bei jedem
Bei allen so, das ist ja schade. Na, die Socken sind halt quasi eine eigene Kategorie an Schuhen, statt so extra zu sein. Deswegen sieht das ein bisschen kalt aus, muss ich sagen, wenn er die Schuhe trägt, ohne Socken dazu. Aber so ist das jetzt nun mal. So, okay. Gut, dann haben wir den Kleinen. Vielleicht möchtest du für die Outdoor-Kleidung sogar noch ein Mützchen tragen. So eins. Da sieht er irgendwie ziemlich kahl rasiert aus. Das sieht knuffig aus irgendwie. Was mit dem? Schade, dass er die Frisur immer so kurz gedingest ist bei den Frisuren, ne? So von hinten quasi. Das sieht eigenartig aus. Wir geben ihm mal die hier, weil ich finde die süß. Ja, doch, lassen wir so blau. Passt zum Rest. So, gucke ich eben nochmal seine Lieblingsfarbe. Also, seine Lieblingsfarbe war doch Violett, oder? Wenn ich mich nicht irre. Hatte ich nicht Finn so eine violette Wand gegeben sogar? Weil das seine Lieblingsfarbe ist. Ja, genau. Okay, dann passt das ja. Gut, dann können wir uns mit dem Kleinen nochmal ein bisschen beschäftigen hier. Wir können kitzeln, kuscheln, mit Kralle angreifen, in die Luft werfen. Jo. Und Stella ist hier noch an der Party. Theoretisch, wenn ich sie sehen würde. Jetzt muss ich erstmal das Spiel kurz laggen, wegen irgendwie sonst wie vielen Script-Errors. Warum auch immer. Wo bist du? Ah, da bist du. Sie wurde scheinbar gerade resettet. Warum auch immer. So, stellen wir uns immer angemessen vor. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum sie resettet wurde, aber ist ja nicht so schlimm. So. Ist doch, ja, es ist Sommer. Gut, hatte ich richtig in Erinnerung. Dann ist das ja nicht schlecht. So, was haben wir denn eigentlich so an Kinderbüchern? Haben wir hier eins? Mal mit 101 Fingerfarben. Was haben wir hier? Die Sprössling und der Weichstein. Mit den Fingern zählen. Ah, da haben wir ja gar keine Bücher drin. So, das sind unsere drei Bücherregale. Ja. Dann nehmen wir das Buch hier. Könnten eigentlich auch hier nochmal die ganzen Bücher ordnen. Was, den Ball nach Hause bringen? Was ist das denn? Okay, interessant. Und dann können wir ihn nämlich auch in den Schlaf lesen, den Kleinen. Wie auch schon ziemlich spät. Mit Jimmy Sprössling und der Weichstein. So. Und die beiden lernen sie nochmal ein bisschen kennen. Die Sandra und die Stella. Schmeicheln. Noch ein bisschen quatschen. Wo schreibst du? Alex Dennis. Nee, du sollst ja eigentlich auch nicht an meinem Laptop spielen. Das ist ja auch meiner. Irgendjemand hat dir wieder einen Fernseher angemacht. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ihr solltet nicht fernsehen auf der Party. Ihr sollt schon miteinander tanzen, quatschen und so weiter. Schade, dass ich nicht Gäste zum Essen rufen machen kann. Gibt es das gar nicht mehr? Mit dem Mod? Mit dem Mod, den ich habe? Ich weiß gerade gar nicht. Wo er langlaufen muss, um hier voranzukommen. Mit dem kleinen Fan. Oh, die beiden sind süß am Tanzen, die Ellie und die Sakura. So, schaffst du es, Ryan? Kommst du durch? Sehr cool. Das schafft er gut. Oh, ist Violet ohnmächtig geworden? Weil da gerade so ein Z war. So, als wäre sie tatsächlich ohnmächtig geworden. Ich dachte, Linda Rogers ist schon wieder gegangen. Kommt sie jetzt wieder? Okay. Interessante Party auf jeden Fall. So, wir können auch eine geistreiche Bemerkung machen. Ja, wir können sie auch nach ihrem Tag fragen. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen. Wir können gar nicht zusammen tanzen. Ist die Musik aus? Okay, warum hast du die Musik ausgemacht? So, wir können ein bisschen zusammen tanzen. Und wie läuft's mit euch beiden hier so? Na, liest du ihm noch ein bisschen vor, damit er möglichst gut einschlafen kann? Und er schläft schon. Du brauchst ihm jetzt eigentlich auch nichts mehr vorlesen. Nein. Das ist schade, dass die Kinder irgendwie nicht, dass man denen nichts mehr vorlesen kann, so richtig, oder? So auf die Art und Weise, die schlafen immer voll schnell ein. Das ist voll schade, finde ich.
So, sind denn noch unsere Arbeitskollegen da? Dingens ist, glaube ich, nicht mehr da, David. Aber mit dem anderen können wir noch reden. Falls ich weiß, wo er ist. Da ist er, okay. Der gute Malcolm hat sich hier in die Ecke gesetzt und möchte scheinbar lieber lesen, anstatt hier solch eine Party mitzuarbeiten. Aber irgendwie ist er auch nicht so der Party-Typ, würde ich behaupten. Oh, Sakura hat ihre Geige mitgebracht. Na, warum nicht? So, wo ist er hin? Indira bringt den Müll raus? Okay. Okay, Indira. Wo ist Ryan jetzt hin? Ach, hier! Von Goodfellow ist im Altersprozess stecken geblieben. Ah, das erinnert mich an. Die Alterung wieder deaktivieren. So, dann quatschen wir noch mal ein bisschen mit Malcolm. Fragen wir ihn nach dem Tag. Gott, diese Geräusche, die ganze Zeit über die Buchhandlung reden. Über die Arbeit diskutieren. Das fantastische Buch loben. Keine Ahnung, ob er das selber jetzt geschrieben hat oder nicht. Weiß ich nicht. Immer ein bisschen interessant. Dann können wir vielleicht auch sogar noch ein bisschen zusammen tanzen. Musst du nicht morgen arbeiten? Ja, eigentlich schon, aber egal. Können wir hier noch ein bisschen zusammen tanzen? Der Kleine ist ja eh am Schlafen. Da haben wir ja gar keine Verpflichtungen sonst soweit. Und ich glaube, Stella freut sich. Stella und Ryan freuen sich, dass sie hier ein bisschen Spaß haben können. So, du kannst dann auf jeden Fall noch ein Stück nehmen. Die nur mit Sandra genug getanzt hast. Seid ihr jetzt wieder miteinander befreundet? Nee, noch nicht. Okay. Oh, sie hört ihr zu die ganze Zeit beim Spielen. Okay. Wo geht sie hin? Nein. Ist nicht sonst wo, bitte. Kann ich das irgendwo hinstellen? Ich möchte nicht, dass sie. Stellen wir das halt dahin. Ich möchte halt nicht, dass sie erst bis nach draußen läuft, um den Kuchen zu essen. Obwohl, ja. Sie hat's gemacht, die Violette. Die sind hier ganz schön lange am Feiern, was? Obwohl man eigentlich schon längst hätte wieder gehen können. Feiern die hier ganz schön lange. Ja, ihr habt auch nichts mehr im Inventar, was das angeht, ne? Weil dann kann ich eigentlich die Babymatte entweder verkaufen oder ins Familieninventar packen. Haben wir noch was im Familieninventar? Wow, okay. Ja, haben wir offensichtlich. Ach, warum haben wir eigentlich nie das hier platziert? Warum haben wir das da stehen anstatt des Puppenhauses, das ich eigentlich gekauft hatte, scheinbar? Können wir das wegräumen? Wo haben wir die her? Spielzeugregal haben wir auch noch. Können wir das hier auch noch mit irgendwo hinpacken? Könnten wir, wenn ich Move Objects On verwende. Kann man das in der Höhe verschieben? Ja. Und dann versuche ich das hier mal so ein bisschen anzupassen. An das Regal hier drüben. Gucken, ob das irgendwie geht. Dann können wir natürlich hier noch ein zweites Spielzeugregal ranpacken, ne? Macht ja eigentlich Sinn. So, ja, das können wir so hölzern machen. Das passt irgendwie von der Art her ganz gut. Dann hier so in Pink, meinetwegen. Und das hier dann in Gelb. So. Sehr schön. Und den Rest können wir eigentlich verkaufen. Den ganzen Kram hier. Ach, jetzt weiß ich, woher das ist, oder? Ist das nicht aus unserem. Aus dem. Ne, also die beiden Sachen sind doch hier aus dem ehemaligen Fitnessraum. Das werden wir so beibehalten. Aber. Müssen wir wieder Move Objects aufmachen. Aber die Stühle. Sind die hiervon? Haben wir die irgendwie ergänzt? Ich werde sie mal erstmal behalten. Ich weiß ja nicht, ob wir die irgendwo her haben. Oder ob wir die im Familieninventar haben, weil wir die schon mal verwendet haben. Oh, guck mal, wie gut wir uns schon mit ihm angefreundet haben, mit dem guten Malcolm. Würde ich mal sagen, können wir dann auch. Können wir nicht.
Können wir bitte alle bitten zu gehen? Nee. Okay. Können wir das überhaupt nicht? Können wir das mit ihm machen? Nee. Krass, okay. Dann müssen wir jetzt einfach schlafen gehen und hoffen, dass die Partygäste mit der Zeit einfach die Party verlassen. Krass. Dann gehen wir mal schlafen einfach und hoffen, die Leute gehen. Sakura geht. Weiß nicht, hier bleiben, glaube ich, ein paar Leute. Okay, müssen wir mal gucken, wie das hier läuft. Schade, dass ich die jetzt nicht verabschieden kann. Alle bitten zu gehen. Kann ich theoretisch. Kann ich das jetzt immer noch? Da kann ich das, aber hier nicht. Bei den Leuten, die noch da sind, kann ich das nicht. Ist ja doof. Also ich probiere mal eben kurz, ob ich das machen kann weiterhin mit Darcy. Alle bitten zu gehen. Probieren wir mal kurz, ob wir das mit Darcy machen können. Probier mal aus, Ryan. Musst du morgen arbeiten? Ja. Ihr müsst alle arbeiten. Probier mal, ob du Darcy noch kurz sagen kannst, dass sie alle wegschicken soll. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. So, wenn wir das gemacht haben, können wir auch schlafen gehen. Dann sollten ja jetzt eigentlich alle abhauen, oder? Ja, jetzt können wir auch den Fernseher schlussendlich ausmachen, weil jetzt endlich alle abhauen scheinbar. Keine Ahnung, warum ich die anderweitig nicht wegschicken durfte. Normalerweise kann man das, aber vielleicht Feuerwehrfrau-Karriere. Nee, Stella, du hast eigentlich einen anderen Wunsch. Aber naja. So, die beiden werden nicht besonders ausgeschlafen zur Arbeit gehen heute. Dann müssen wir ja mal gucken, wie wir das mit dem kleinen Finn machen. Apropos, wir brauchen ja auch noch so ein Töpfchen. Da werden wir doch direkt mal eins besorgen. Und eigentlich auch noch so einen Stuhl, ne? So einen Kinderstuhl brauchen wir eigentlich auch. Gut, dann gucken wir doch mal. Ich habe so ein Töpfchen und ich habe so eins. Das sind die beiden. Ah, ich habe auch das Teddy-Töpfchen. Okay, dann nehmen wir das. Das ist ja eh super. Oh Gott, ist das süß. Das nehmen wir auf jeden Fall. Steht ja ganz außer Frage. Nehmen wir dann das Panda-Töpfchen, oder? Gott, ist das süß. Yay. Und dann, wie gesagt, natürlich noch so ein Dingens zum drin sitzen. Wo könnten wir das hinpacken? Statt der Pflanze vielleicht erstmal aktuell. So. Solange ein Kleinkind ist halt. Was haben wir da für einen Stuhl? Wir haben den normalen, wir haben den, den und den. Kann ja irgendwie auch gut aussehen. Gehen wir ihm den Panda-Hochstuhl. Das ist immer eine gute Idee. Den machen wir aber so von den Farben her. So ein gelb-orange, würde ich sagen. Bisschen gelber. So. Cool. Hätten wir das auch geschafft. Ja. Ja, irgendwie habe ich aber hier so beim Monatless Play das Bestreben, die Folgen ein bisschen länger zu machen. Einfach weil ich das Gefühl habe, so viel erreichen wir sonst gar nicht. Ja, nee, also mit dem Schlafen ist es gar nicht so schlimm. Er kann ja wahrscheinlich ausschlafen. Gucken wir mal, Teamkollegen, sieht mittlerweile doch ganz gut aus. Und sie schläft so lange, bis er einigermaßen wach ist. Ja, das haut hin, soweit. Würde ich mal sagen, jetzt kann sie aufstehen und losgehen. Und in der Zeit wecken wir sie dann auf. Und die Putzfrau, die Haushaltshilfe, besser gesagt, hat dieses Mal auf jeden Fall deutlich mehr zu tun. So, wecken wir ihn mal auf.
So, und dann können wir ihm sein Alltagsoutfit anziehen, kitzeln und ihm dann was zu essen geben. Dann können wir ihn hier in den Stuhl setzen und mal gucken, was wir ihm zu essen geben am ersten Tag. So, der Kuchen ist noch gut, die Zuckerkekse sind schlecht. Können wir den Kuchen sogar wegstellen gleich. Wie gesagt, du schläfst erstmal aus. Die Haushaltshilfe kommt doch heute, oder? Gott, ich hoffe es. Nach der Party brauchen wir halt wirklich jemanden, der hier ein bisschen aufräumt. Was könnten wir ihm denn zu essen geben? Geben wir ihm so ein paar Baldrian-Wurzelpfannkuchen. Die werden bestimmt gut sein für ihn. Ah, sind scheinbar auch die letzten. Dann versuchen wir ihm noch aufs Töpfchen zu gehen beizubringen. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das schaffen oder ob er sich schon vorher einpinkelt beim Essen. Ja. Wie gesagt, aufräumen möchte ich nicht. Ich möchte halt eigentlich, dass die Haushaltshilfe das macht. Aber wir können hier einen Mokka-Chai trinken, während der Kleine. Hallo? Machst du das auch mal? Mädchen! Was ist dein Problem? Hey, da ist doch gar nichts. Kannst du das jetzt? Jetzt kann sie es. Warum auch immer sie es vorher nicht konnte. Ja, und war klar, dass er sich einpinkelt. So, dann kannst du mit der Kralle angreifen. Und dann kannst du ihn einmal baden. Dann geht es ihm dahingehend auch gut. Und die Haushaltshilfe ist da. Sehr schön. So wie es sein soll. Und macht hier erstmal schön sauber. Ich hoffe, sie erledigt alle Jobs, die sie tun soll. Dass sie hier wirklich alles sauber macht. Teller alle abspült und so weiter. So, du kannst dann duschen und dann kannst du dir was essen. Oh Gott, wir haben jetzt echt viel leckeres Essen. Erstmal ein bisschen Dunstgemüse dann. Können das Sprechen beibringen? Können wir gern machen. Eine Party besuchen möchte der junge Herr. Aha. So. Oh, du möchtest im Ozean spielen mit ihm. Ja, dafür haben wir ihm auf jeden Fall das passende Outfit beschert. Nee, du sollst noch nicht direkt. Du kannst ja mal mit Finn kuscheln. Ansonsten soll es ihm eigentlich echt super gehen. Deswegen werden wir Finn einmal hier absetzen. Aber wir könnten natürlich auch so einen kleinen Laufstall oder sowas für ihn platzieren. Habe ich natürlich auch parat, theoretisch. Mit dem ein bisschen was lernen kann. Aber wir können ihn ja erstmal mit den Sachen, die er hier hat, ein bisschen spielen lassen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. So, Menge Zeit zu verschwinden. Okay. Oder wir machen halt von einem Mentor lernen. Und du kannst hier, wie gesagt, erstmal ein bisschen was lernen, ein bisschen spielen. Ach, wir haben noch gar nichts zum Lernen so richtig, ne? Na, dann setzen wir dir was hin dazu. So ist ja, wie gesagt, auch ein bisschen was lernen hier. So, ich weiß auch, dass die Folge eigentlich schon relativ lang ist. Aber ich möchte irgendwie noch länger spielen. Ich habe irgendwie Lust, weiterzuspielen. Ha, naja. Ansonsten werde ich jetzt einfach gleich noch direkt die nächste Folge anschließen und weiterspielen. Ich glaube, das werde ich auch einfach mal direkt machen, bevor die Folge noch länger wird. Spiele ich jetzt einfach direkt quasi die zweite Folge weiter und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play oder von etwas anderem oder vielleicht auch nie wieder, wer weiß. Bis dann, noch einen schönen Tag.